Moin Moin, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Ausgabe von Fair Talk an Land. Wir sind nach wie vor beim Weserschlösschen. Sie wissen das, wenn Sie in der letzten Woche eingeschaltet haben, dann wissen Sie, dass eine kleine spätsommerliche Reihe ansteht. Möglicherweise haben Sie jetzt gar nicht mehr die Sonne, die Sie spüren können. Ich weiß nicht, wohin sich das Wetter entwickelt. Wir haben heute auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch erwischt. Einen schönen Spätsommertag, der passend ist zur Sendung. Und deshalb sitzt der Moderator heute auch mit einer Sonnenbrille da. Und nicht nur mit der Sonnenbrille, sondern ich habe mir natürlich auch einen ganz lieben Gast zur Seite geholt oder eine Gästin, nämlich die Gästin, die ich glaube ich am meisten in den Jahren, wo ich hier bei Radio Weser TV bin, zu Gast vor Mikrofon hatte, ganz oft zu Gast auf der Weserfähre gewesen ist. Und es hat einen guten Grund, warum ich Ilona Tetzler wieder eingeladen habe. Hallo Ilona. Hallo Thorsten. Wir müssen uns natürlich ganz am Anfang zunächst einmal über Corona unterhalten. Das hat ja das Leben im Grunde genommen in ganz vielen Bereichen auf Null gestellt. Aber insbesondere haben die Veranstalter gelitten oder tun es natürlich auch noch. Viele kleine Bühnen, viele Kulturschaffende. Das ist ein ziemliches Drama, was sich da im Moment vielerorts gerade abspielt. Wie ist dein Arbeitsalltag als Veranstalterin hier auch in Nordenham gewesen während der letzten Wochen und Monate? War deine Hauptbeschäftigung darin, Veranstaltungen abzusagen, zu verschieben und zu koordinieren? Also die Hauptaufgabe war eigentlich, Informationen zu sammeln und so weiterzugeben, dass sie möglichst viele Leute verstehen. Also wir machen ja nicht nur Veranstaltungen, sondern eben auch das Stadtmarketing, also die Betreuung der Händler. Und natürlich haben wir auch Zimmervermittlung. Und das ist tatsächlich alles drei ja im Prinzip zum Erliegen gekommen. Also mit dem Lockdown mussten die Geschäfte schließen. Das heißt, wir haben zugesehen, dass wir unsere Händler da tatsächlich an die Hand nehmen, ihnen sofort alles rüberschicken, was wir an Informationen bekommen haben, zur Soforthilfe, zu Krediten, was man darf, dann zur Wiedereröffnung, wie viele Leute sich in den Geschäften bewegen durften, unter welchen Voraussetzungen. Unsere Vermieter waren natürlich auch aufgelöst, hatten viele Fragen, was mache ich jetzt mit meinen Gästen, muss ich denen was zurückzahlen, wenn die absagen? Und die Veranstaltungen, also es fing ja mit dem Autofrühling an, der dann ja nicht stattgefunden hat, also der Frühling schon, aber ohne die Autoausstellung. Und ganz besonders weh hat natürlich die Absage von Garten und Ambiente getan, klar. Das ist ja so ein Herzstück deiner Arbeit sozusagen mit unserem Lieblingsprojekt, so sage ich es einfach mal. Und das dann nicht stattfinden lassen zu dürfen, das war sicherlich schon, hast du jetzt gerade auch gesagt, mit einem sehr großen weinenden Auge, oder? Ja, und also es hatten sicherlich gerade unsere Aussteller auch noch zwei weinende Augen. Also für uns ist das eine Geschichte, wir machen sie natürlich super gerne, wir werden damit nicht reich, aber das ist halt eine tolle Veranstaltung für Nordenham. Aber unsere ganzen Aussteller, die teilweise wirklich von diesen Landpartien leben und von diesen Lifestyle-Ausstellungen, die haben natürlich das ganze Jahr so gar nichts gehabt. Und wenn man dann tatsächlich irgendwie Rückmeldungen bekommt, wo Aussteller am Telefon wirklich weinen und sagen, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch kommen kann, weil ich weiß gar nicht, ob ich das dann noch mache, weil ich verdiene ja jetzt kein Geld. Das ist schon ziemlich heftig, ja, das ist richtig. War das so während deiner Jahre, wo du jetzt bei NMT arbeitest, die schwierigste Zeit oder ist das die schwierigste Zeit? Ja, das ist schon, aber es ist halt eine Situation, mit der jeder zurechtkommen muss. Also alles andere, was wir so durchgemacht haben, sind ja immer Sachen, die einen dann selber oder als Verein betreffen oder wo ein bestimmter Teilbereich nur betroffen ist. Aber im Corona-Fall ist es ja tatsächlich das komplette Leben. Also jeder ist permanent von Corona sozusagen betroffen und von den Maßnahmen, die zu ergreifen sind und von den Sachen, die man nicht darf oder die man machen muss. Und man fährt im Grunde genommen, auch du in deinem Bereich, immer ein bisschen auf Sicht. Oder? Man ist immer am Gucken, gibt es neue Verordnungen, gibt es neue Verlautbarungen, wie sind die Zahlen?
Richtig, genau. Also wir haben, das ist so einfach das, was ich die letzten 20 Jahre auch gemacht habe, nämlich einigermaßen gesunden Optimismus zu versprühen. Das heißt, wir sind tatsächlich immer davon ausgegangen, dass die nächste Veranstaltung stattfinden kann. Also so haben wir immer getan. Und das auf sich fahren ist schon tatsächlich richtig. Also man wartet natürlich dann immer, oder man hat immer auf diesen Stufenplan gewartet, was dann wieder an Öffnungen kam und was man darf und was nicht. Und momentan sind wir ja tatsächlich auch wieder in dieser Hab-Acht-Stellung, also nachdem es ja erst ein bisschen sich gelockert hat, rechnen wir tatsächlich oder rechne ich persönlich jetzt damit, dass dieser Bereich Veranstaltungen, öffentlich und privat, der erste sein wird, der tatsächlich wieder runtergefahren wird. Und man fängt ja jetzt auch schon an, das zu machen. Also die Hotspots kommen ja auch schon näher. Die Hotspots kommen näher. Gibt es überhaupt so im Moment noch eine, bleiben wir mal zumindest für einen kurzen Moment noch bei den Veranstaltungen, irgendwas, was in diesem Jahr noch auch unter Corona-Bedingungen stattfinden kann, was ihr da geplant habt? Also wir planen jetzt als nächstes den verkaufsoffenen Sonntag am 18. Oktober. Das sollte ja eigentlich klassisch der Ochsenmarkt sein. Letztes Jahr haben wir ja ein neues Konzept gefahren mit regionalen Ausstellern und viel für Kinder, Strohpyramide, Ochsen, elektrisches Ochsenrodeo und diese ganzen Geschichten. Die sind halt so einfach nicht möglich. Also ich muss einen Anlass haben für einen verkaufsoffenen Sonntag und dieser Anlass muss den Maßnahmen entsprechen. So. Und es ist so, dass man einen sogenannten Spezialmarkt durchführen kann, mit Corona-Auflagen natürlich, also ein eingezäunter Bereich, wo Eintritt genommen wird, wo ich eine Einbahnstraßenregelung habe, wo Dokumentationspflicht herrscht. Und wir haben es jetzt tatsächlich mit einem externen Veranstalter geschafft, für den 17. und 18. Oktober einen Kunsthandwerkermarkt nach Nordenham dann zu holen, der dann für den 18. Oktober dann auch der Anlass sein soll, die Sonntagseröffnung durchzuführen. Und da sind wir einfach jetzt mal optimistisch. Du strahlst auch immer ein bisschen Optimismus aus und das musst du in dem Bereich auch. Ich glaube, sonst könntest du diesen Job nicht jetzt 20 Jahre machen. Denn das ist der andere Grund, warum wir dich eingeladen haben. Man kann mich gratulieren, du hast 20 Jahre diesen Job gemacht. Du konntest jetzt natürlich aufgrund von Corona das nicht so großartig feiern lassen. Ja. Gab es denn irgendeine Anerkennung für die geleistete Arbeit während der 20 Jahren? Ja, also mein Vorstand hat mir eine große Blume für den Garten und auch einen ganz netten Präsentkorb überreicht. Und die Zeitungen haben ja ein bisschen berichtet. Also diese 20 Jahre sind gefühlt gar nicht so lang gewesen. Also ich kann mich immer noch an meinen ersten Tag erinnern und an viele Dinge erinnern, die man so mitgemacht hat. Wir hatten gerade schon im Vorfeld gesagt, vor 15 Jahren haben wir beide die Eisbahn ausprobiert. Also das sind alles solche Sachen. Und es überstanden. Obwohl es nicht so aussah, als ob wir es tun würden. aber es sind viele schöne Dinge einfach in diesen 20 Jahren gewesen. Und man ist in Nordenham sehr schnell angekommen und man hat inzwischen ein ganz, ganz liebgewonnenes Netzwerk in vielen Bereichen. Und das macht das in so einem Mittelzentrum wie Nordenham zu arbeiten mit den Strukturen hier sehr angenehm. Springen wir kurz mal an den Anfang. Wie waren denn die Startbedingungen für deinen Job als Geschäftsführerin bei Nordenham Marketing und Touristik? Also wenn du das mit jetzt vergleichst vor allen Dingen. Also es war sehr viel mit Hausmitteln. So, nicht? Also wir haben ja in ganz kleinen Dimensionen angefangen. Es gab vorher kein Stadtmarketing in Nordenham. Es gab ja den Verkehrsverein und dann wollte man auch Stadtmarketing machen. Das heißt, ich hatte keinen Vorgänger. Ich hatte demzufolge auch keine Fußstapfen, weder kleine noch große, sondern die musste ich selber machen. Und das Erste, oder Nachteil? Ich habe es als Vorteil empfunden, tatsächlich. Also ich habe ja vorher in Ganderkesee gearbeitet und so ein Rahmenprogramm für ein dezentrales Expo-Projekt gemacht. Also es war auch mit Landfrauen und mit Hoteliers und so weiter und so weiter. Also es war schon so ein bisschen die Vorbereitung auf Nordenham. Natürlich nicht geplant, aber hat sich dann ja so ergeben. Und ich weiß, dass wir angefangen haben mit einer Aktionsreihe, die nannte sich Summer in the City. Das führte dann dazu, dass wir zunächst einen ganz bösen Leserbrief bekamen, also auch in den Zeitungen, wo sich dann jemand böse darüber beschwert, dass wir das Ganze nun nicht irgendwie Sommer in a Stadt genannt haben, sondern Summer in the City. So. Und das war so das erste Mal, wo ich so dachte, ach herrje, wo bist du jetzt hier? Und wir hatten dann tatsächlich irgendwie an 4 oder 5 Samstagen hintereinander immer Aktionen in der Stadt. Und davon ist mir wiederum in Erinnerung geblieben, tatsächlich der Samstag, der total verregnet war. Da hatten wir Gastronomen gebeten, sich bei den Einzelhändlern in die Eingangstüren zu stellen und so ein bisschen Kostproben zu geben von ihrem Können. Und es hat in Strömen geregnet.
damit, ich weiß es. Und von daher sind das so diese beiden Momente in meinen ersten Monaten, wo ich tatsächlich dachte, oh je. Aber du hast in der Zeit wirklich viel bewegt. Das kann man wirklich so sagen. Nicht umsonst haben wir so oft miteinander gesprochen, ja auch weil Garten und Ambiente viel schon, viele Sachen, die du sozusagen hier etabliert hast. Wenn du jetzt so mal zurückguckst, greifen wir zunächst mal das Highlight oder die Highlights raus. Was sind denn so die Highlights gewesen? Ich habe ja auch einige Highlights miterlebt oder eigentlich alle. Ich war ja während der Zeit auch über hier. Ja. Aber was sind deine persönlichen Highlights gewesen in der Zeit? Also auf lange Sicht betrachtet ist es natürlich Garten und Ambiente, das ist klar. Also zu sehen, wie sich so eine kleine Landpartie, ich hatte vorher ja noch nie eine Landpartie besucht oder eine gesehen. Ich hörte immer nur von Schloss Gödens und dachte dann, auch sowas Ähnliches könnte man hier ja auch machen. Das mit dem Friedeburgpark hat sich dann fein ergeben als perfekte Kulisse für so eine schöne Geschichte. Und wenn man jetzt so nach 16 Jahren auf diese Veranstaltungsreihe guckt und sieht, dass man immer professioneller geworden ist, dass tatsächlich halb Bremerhaven rüberkommt, um diese Veranstaltung zu besuchen und wir so viel Lob bekommen dafür und sich alle so wohlfühlen bei uns, ohne dass es überkandidelt ist. Garten und Ambiente ist mein Baby so und eigentlich sollte es ja nächstes Jahr volljährig werden. Jetzt muss es noch ein Jahr warten, bis es dann 18 werden kann. Mein ganz persönliches, sag ich mal, punktuelles Highlight war sicher die Begleitung der NDR Sommertour 2015. Also das war mega, in so ein Event eingebunden zu sein. Und auch sehr erfolgreich. Ja, diese Stadtwette zu machen, als wir diese Aufkleber für die Spock-Mannschaft, für die Enterprise-Mannschaft bei uns im Büro hatten. Die Leute kamen scharenweise von ganz klein bis ganz alt und hat sich diese Aufkleber und diese Aufnäher geholt. In allen Geschäften in Nordenham waren einfarbige Langarm-T-Shirts ausverkauft und ich stand dann, als es losging, auf dem Deich beim Segelclub und sah tatsächlich also eine Menschenhorde gefühlt irgendwie ganz Nordenham, wie sie mäandernd wirklich zu dieser Veranstaltungsfläche liefen. Und es hat so viel Spaß gemacht, auch mit dem NDR und dahinter die Kulissen zu gucken und zu sehen irgendwie, die sind wirklich hier auf alles vorbereitet und die waren so bereitwillig und haben uns mit einbezogen. Also das war tatsächlich eines der schönsten Tage sozusagen, die wir halt auch veranstaltungstechnisch gemacht haben, ja. Also da kann ich nur bestätigen, hat sehr großen Spaß gemacht. Wir waren ja auch ein bisschen involviert mit einem Jingle, den wir gemacht haben. Und es hat großen Spaß gemacht, da Teil des Ganzen gewesen zu sein. Ja. Und die Nordenhammer haben da tatsächlich auch mitgemacht. Aber die machen nicht immer mit. Nordenhammer gilt auch manchmal als so ein bisschen stur. Das heißt, gibt es da tatsächlich auch Veranstaltungen, die du so richtig als Flops bezeichnen würdest, wo etwas nicht so funktioniert hat, wie ihr euch das vorgestellt habt und wo ihr große Hoffnungen mit gehabt habt? Also ich würde gar nicht mal sagen, dass der Nordenhammer stur ist. Er hat eine ganz, ganz positive Eigenschaft für uns und das ist Neugier. Der Nordenhammer an sich ist schon ziemlich neugierig und möchte, wenn irgendwas angeboten wird, ja auch mal gucken kommen. Also wir merken es dann bei Veranstaltungen, wenn du dann Aufbau hast, dass dann tatsächlich Leute dann so mit ihrem Fahrrad dann vorbeifahren. Auch bei Garten und Ambiente gerne mal vorher schon mal gucken, wie es denn dann aussieht und weit vor Veranstaltungsbeginn dann auch schon mal da sind und die Location checken, um ihren Nachbarn zu sagen, wie es da aussieht. Also damit spielt man natürlich gerne. Es gibt sicherlich ein paar Sachen, die ich schade finde, dass sie sich nicht etabliert haben. Dazu gehört das Fest in Weiß zum Beispiel, was ja fulminant begonnen hatte mit irgendwie 260 Leuten, was wir dann 3 Jahre gemacht haben, um es dann tatsächlich, weil sich das von den Kosten her nicht gedeckt hat, einstampfen mussten, sagen wir mal so. Aber im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, der Nordenhammer nimmt das, was ihm angeboten wird, sehr gut wahr. So. Und vieles, was wir gemacht haben, ich habe ja so ein bisschen so eine Chronologie auch gemacht, so eine Historie zu den Sachen, die wir gemacht haben. Wenn man dann so das auflistet, stellt man schon fest, dass wir eigentlich fast jedes Jahr ein richtiges Highlight hatten oder eine neue Veranstaltungspremiere, also eine Veranstaltungspremiere hatten. Und dass ganz vieles, was wir angefangen haben, halt auch geblieben ist und zwar bis heute auch Bestand hat. Und das ist einfach schön so zu sehen. Also ich denke halt auch an solche Sachen wie die Kinderuni zum Beispiel, die wir 2007 gemacht haben, das erste Mal. Die es bis heute gibt und inzwischen. Da wäre ich auch noch hinausgekommen. Hättest du jemals gedacht, dass diese Kinderuni, die natürlich in so einer Universitätsstadt wie Oldenburg funktioniert, wo sie seit vielen Jahren funktioniert. Und da habe ich schon eine Skepsis drauf geguckt. Ich finde, tolle Idee, ob sich das in Nordenham etablieren wird. Und jetzt ist es seit so vielen Jahren erfolgreich. Ja, genau.
Das ist damals mit gerechnet? Nein, hätten wir nicht. Also das erste Semester war ja auch mehr als chaotisch. Also wir hatten es in der Friedeburg gemacht, da waren irgendwie 300 Kinder und nach 5 Minuten fingen die ersten an, ihre Capri-Sonne durch die Gegend zu werfen, weil der Referent, ich weiß nicht mehr, wer es war, hatte 36 PowerPoint-Folien mitgebracht. Das ermüdete dann doch das Klientel dann doch beachtlich. Inzwischen haben wir natürlich einfach umgeswitcht und sagen einfach, es ist nicht so wirklich das, also es ist nicht unbedingt das Thema, was zieht, sondern man muss einfach jemanden haben, der das gut rüberbringt. Und natürlich, wir sind inzwischen in der Aula vom Gymnasium beherbergt mit Kiwi. Und es ist natürlich so, dass solche Sachen, wo man ausprobieren kann, wo es knallt, bumm und peng macht, das zieht natürlich die Kinder immer sehr an. So. Und wir haben auch da ein tolles Netzwerk. Wir arbeiten mit der Hochschule in Bremerhaven zusammen, die uns da mit Referenten auch unterstützen. Wir haben ja schon Polarforscher da gehabt. Wir haben auch die Direktorin vom Zoo Bremerhaven zum Beispiel da gehabt. Jemand vom AVI, die Probenreihen gemacht haben, mit den Kindern Experimente gemacht haben. Das ist schon klasse. So, und das macht einfach Spaß, weil es so eine kleine, feine Geschichte ist, die eben auch nicht jeder hat. Das ist wirklich herausragend. Eine tolle Reihe, die schon eben mal so lange erfolgreich war. Es steht und fällt natürlich immer mit den Referenten. Ja. Und da kann natürlich auch die eine oder andere Veranstaltung vielleicht mal nicht so funktionieren, aber insgesamt funktioniert es über so einen langen Zeitraum. Was auch immer funktioniert, du hast es immer geschafft, natürlich immer mit deinem Team zusammen, aber Gelder für Nordenham zu akquirieren, an Förderprojekten teilzunehmen. Aber vielleicht kannst du da, was diese Sparte deiner Arbeit angeht, immer ein bisschen was erzählen. Was waren das so für Projekte unter anderem? Ja, also es gab seit 2003 die Innenstadtinitiative Ab in die Mitte. Das war eine Kooperation vom Wirtschaftsministerium damals mit den Handelsverbänden, die sich Sorgen gemacht haben um die Innenstädte. Die also gesagt haben, Mensch, wir müssen in den Zentren müssen wir was machen, damit die Leute wirklich auch ihre Innenstadt weiter schätzen. Und da haben wir dann angefangen, uns zu bewerben. 2005 haben wir das erste Konzept geschrieben. Das war ein sehr langer Titel. Ab in die Mitte hinaus in die Welt von der Ochsenverschiffung zum Welthandel. Aber fehlerfrei ja. Gerade? Nach so langer Zeit? Sehr schön. Ich hatte es aber dann ja neulich noch für die Chronologie wieder rausgesucht. Tatsächlich hatten wir dann die Ochsen aufgegriffen, die Ochsenverschiffung, um daraus ein Projekt für Nordenham zu machen. Und das war super umfangreich mit ganz vielen Leuten, die uns da geholfen haben. Die Ochsen stehen teilweise bemalt ja heute noch im Stadtbild. Das ist auch so eine Sache, die geblieben ist. Und wir haben es tatsächlich mit siebenmal geschafft, Preisträger zu werden und haben tatsächlich eine gute Viertelmillion an Fördergeldern für Nordenham so eben generieren können. Und vieles, was wir gemacht haben, das sind schon Leuchtturmprojekte gewesen. So. Also ich habe die Freude gehabt, diese Projekte nicht nur landesweit vorzustellen. Ich war auf dem Bundeskongress von Ab in die Mitte in Berlin 2006 und habe das vorgestellt, was wir gemacht haben. Gerade Wir sind Service, das war das zweite Projekt, wo wir ganz viel mit dem Einzelhandel gemacht haben. Ein riesen Auftritt auf der Nordvision damals, alles in Orange. Das war wirklich super. Und wir haben so viele Sachen gemacht, wie den Song Contest. Da könnt ihr ja nun auch ein Liedchen von singen, weil ihr da ganz stark involviert wart. 2014 oder 2013 war das, das war großartig. Ne? Mit wirklich 12 Leuten von ganz klein bis groß und vom Altersheimchor irgendwie bis zum kleinen Mädchen, die da gesungen haben. Das war einfach eine super Stimmung. Und es war so, über den ganzen Sommer hörte man immer nur, hast du schon abgestimmt, wen nimmst du denn? Wir sind ja schon gespannt. Und das ist sowas, wo einem dann tatsächlich das Herz aufgeht, wenn man sieht, dass die Nordenhammer das so mittragen, was man macht. Und wir haben im Rahmen von Ab in die Mitte ja sehr skurrile Sachen gemacht. Wir haben das Krimi-Dinner gemacht mit Hunderten von Gästen im alten Rathaus. Wir haben dieses große Bild auf dem Marktplatz gelegt aus 1200 kleinen Leinwänden, wo klassenweise diese Leinwände abgeholt wurden und die Farbe abgeholt wurden und die mussten 27 Lilane malen und 15 Gelbe. Und das sind solche Sachen, die sind toll bei der Umsetzung und es macht halt Spaß, darüber zu reden und auch zu sehen, dass man schon für viele andere Städte so in unserem Einwohnerrahmen, sage ich mal, auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Und so wie du das gerade auch beschrieben hast und wie man das ja auch wahrnehmen konnte während der letzten Jahre, kann man eben halt sagen, dieses Vorurteil, der Nordenhammer sei stur, stimmt eben nicht. Nein, da wollte ich damit sozusagen dann auch nämlich eben halt brechen mit dieser Vorstellung. Ja. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe schon Zeichen bekommen. Nein. Die Zeit geht immer so schnell zu Ende. Aber wir müssen natürlich noch einen Blick in die Zukunft richten. 20 Jahre liegen hinter dir. Die nächsten 20 Jahre
dann hoffentlich vor dir. Was sind denn die nächsten Pläne, wenn möglicherweise das Corona-Thema nicht mehr über allem schwebt? Gibt es da schon wieder neue Ideen, die schon in der Schublade nur auf Vollendigung warten? Also wir sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen perspektivisch für den Weihnachtsmarkt zu denken. Wir möchten gerne dieses Jahr schon damit anfangen, in der Fußgängerzone oder in der Innenstadt eine Weihnachtsmeile zu installieren mit einer anderen Dekoration, mit vielen Tannen, wo es gemütlich ist, weil wir auch immer nie wissen, kommt die Eisbahn, kommt sie nicht. Da hätte man tatsächlich schon ein Konzept in der Schublade, wo man dann vielleicht, wenn es die Eisbahn leider nicht mehr geben würde, weil das Geld fehlt, könnte man halt so in die Richtung denken. Und wir sehen immer zu, dass wir vor allen Dingen für unsere Händler was machen, was sie umsetzen können, was nicht so viel Geld kostet, was eben einfach ein bisschen was bringt. Und wir müssen eben kontinuierlich arbeiten. Und ganz ehrlich hoffe ich einfach, dass nächstes Jahr 5. 6. Juni 2021 wieder Garten und Ambiente stattfinden kann. Ja, da hängt mein Herz dran und ja. Und dann werden wir nach einer längeren Pause dann auch vom Sender mal wieder vor Ort sein. Dann sprechen wir im schönen Garten und Ambiente. Ja. Hier haben wir jetzt aber auch in einem schönen Ambiente gesprochen. Bei herrlichstem spätsommerlichen Wetter an der Weser sitzen, vor Weserschlösschen. Und es war mir wie immer eine große Freude. Gleichfalls. Und ich hoffe, dass wir das dann im nächsten Jahr wiederholen werden, wenn wir dann uns zu Garten und Ambiente spätestens treffen werden und darüber reden werden. Sehr gerne. Danke für den Besuch. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen für den Besuch bei Ihrem Lokalsender Radio Weser TV. Wir waren wieder zu Gast beim Weserschlösschen, bei, wie gesagt, herrlichstem Wetter. Und wir bleiben hier. Wir sitzen den ganzen Tag noch hier und empfangen noch mehrere Gäste. Und Sie haben die nächsten Wochen Zeit. Dann mag das Wetter möglicherweise gar nicht mehr schön sein. Sie holen sich das schöne Wetter dann mit dieser Sendung sozusagen auf den Fernsehschirm. Und wir haben noch spannende Gäste für Sie mit spannenden Themen. Und ich hoffe, Sie sind in der nächsten Woche pünktlich wieder mit dabei. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.